Also man freut sich auf jeden Fall immer noch. Wir haben jetzt die Zeit so ein bisschen eine ruhigere Zeit so und können das ganze Jahr so ein bisschen Revue passieren lassen. Oder kann man das schon so ein bisschen realisieren, aber dran gewöhnt tut man sich auf keinen Fall. Ja, wie wichtig ist es, dass man einfach zwischendurch diese Off-Tage hat, wo man einfach mal frei hat, mal runterkommen kann, mit ganz normalen Leuten unterwegs ist ja, bei uns halt noch der Vorteil, wir kennen uns alle seit 6 Jahren ungefähr und da können wir uns gegenseitig immer noch so ein bisschen stützen. Und ich glaube, das ist auch ein extremer Vorteil so. Da müssen dann halt diese richtig guten Freunde, wo man einfach weiß, denjenigen kann ich irgendwie ein halbes Jahr, ein Jahr nicht wiedersehen, ja, und trotzdem wir alles wie vorher. Also das ist auch bei unserem Freundeskreis jetzt so. Ja. Und natürlich passiert es schnell, dass man, wenn man vorher Kontakt hatte und vielleicht nicht richtig gut befreundet war, so Kumpels eher, da verliert man dann schon mal den Kontakt so. Das kann auf jeden Fall passieren. Ja. Also Badeanklee mache ich jetzt nicht, aber so Trainingsklamotten einfach so ganz, ganz normal anziehen. Also eher verkleinert. Für uns ist das ja verkleinert so. Ja. Da gibt es leider immer noch nichts Festes so. Was? Also, okay. Da ist noch nichts fest. Wir haben immer extrem viele Zeitschriften, auch wo wir drin sind. Und da steht jeden Tag halt. Ja, und da steht halt jeden Tag irgendwas. Also man kann sagen, jeden Tag erzählt jemand. Oh, Fertigsoße. Oh, nicht mehr gut, die Fertigsoße.